Unser nächster Kandidat ist der gute Marc. Guten Abend, Marc. Guten Abend. Boah, Alter, Marc hat auch abgerissen beim letzten Mal. Marc, bist du da? Ja, sicher bin ich da. Marc, bist du nervös? Nö, eigentlich nicht. Ja. Ich freue mich, Mensch. Geil, Marc. Boah, Marc, Alter, hat eine riesen Fanbase mittlerweile. Marc, ey, du warst einer der Top-Favoriten. Ne? Vielen Dank. Marc. Ich habe mir heute überlegt, ne, dass ich heute mal keine Ballade singe, nix mal Elton John, sondern heute wird mal ordentlich was gemacht. Ordentlich. Ja, dann kommt Tom Jones Sexbomb. Nein, ach, das habe ich doch auf der Aftershow gesungen. Meinst du, das singe ich hier nochmal? Quatsch. Was kommt denn? Ich singe heute Jessie J, Mama Knows Best. Kenn ich nicht. Sag mal. Vielleicht, wenn ich es höre, kenne ich es wahrscheinlich. Also vom die Namen und Titel her, immer schwer. Aber wenn ich es höre, kenne ich es wahrscheinlich, ne? Ich denke ja. Ey, mein Lieber, wie wichtig ist es dir, hier dabei zu sein nächste Woche? Mega wichtig. Ich war ja 2017 bei DSDS und bin da unter die Top 100 gekommen, bin dann leider nicht weitergekommen. Ja. Und jetzt ist quasi, das ist noch eine Chance für mich, die würde ich super gerne wahrnehmen und deshalb gebe ich alles gleich. Geil, mega. Wir sind gespannt, mein Lieber. Hier ist er für euch. Läuft über Twitch, ne, Jungs, drüben in Köln. Genau. Läuft über Twitch. Ey. Drüben in Köln. Videoassistenten. Drüben in Köln, ne, Pietro und Team. Dann, ey, Marc, alles Gute. Ja. Reiß Dankeschön. Die Hütte ab. Es geht los. Chat, seid ihr bereit? Something going down, like the storm in the sky. I ain't gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So go out and bow, so I'll sit by and leave. I said, take your stuff and go, 'cause you're not for me. No, mama knows best way. Time's getting hard, and Paco always has a joke to make me laugh. See, mama knows best way. I feel down to bring me up and always keep my feet on the solid ground. See, I ain't no old rig doll. Then you can pick up and drop. And all of this inconsistent love, I think it's time that ST all stop. So bow and go, is that so bad and leave? I said, pack your bags and go, 'cause you're not for me, no. Mama knows best when time's getting hard, and Papa always has a joke to make me laugh. So mama knows best way. I feel down to bring me up and always keep my feet on the solid ground. Just be steady, daddy said to me, always use humor as your therapy. Don't ever take your life so seriously. So just can't cause you're so perfect. Yeah. So mama knows best. So baby, daddy knows his best. So mama knows best. Shibbidi-bop-shibbidi-bop-bop-bop-bop. So daddy knows best. Yeah. Mama knows best when time's getting hard, and Papa always has a fucking joke to make me laugh. So mama knows best way. I feel down to bring me up and always keep my feet on the ground. Mama knows best way. Time's getting hard, and Papa always has a fucking joke to make me laugh. So mama knows best way. I feel down to bring me up and always keep my feet on the solid ground. Marc! Vielen lieben Dank, Marki! Dankeschön, Marc, mein Lieber! Vielen lieben Dank! Ich würde dann auch direkt was zu dir sagen, Marc. Ja. Ja, bitte.
So, ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, was Musik betrifft. Ich finde zwar falsche Nummer fürs Halb. Okay. So, ich fand es ein bisschen too much. So, weil deine Stimme das gar nicht braucht. Ich glaube, du bist ein richtig guter Sänger. Aber dieser Song hat dich nicht zum guten Sänger machen können. Weil es einfach zu viel war. Ich weiß, du wolltest vielleicht performen mit einer anderen Nummer und ein bisschen was anderes mal machen. Aber wenn du weißt, dass du im Halbfinale bist, musst du einen Song nehmen, wo du genau weißt, damit kickst du alle. Damit hast du vielleicht was anderes gemacht, wie du gerade gesagt hast. Ich will ein bisschen was anderes zeigen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch richtig so. Man muss mal so, man muss mal so. Aber mich hast du damit nicht überzeugt, sage ich dir ganz ehrlich. Und okay. obwohl du ein guter Sänger bist, das war die falsche Nummer, finde ich. Okay. Hey, ich kann dir sagen, also ich mag diese Nummern. Ich mag das, wenn es mich hier, weißt du, wenn es anfängt zu wackeln und zu beben. Bei mir hat es hier wirklich, der Tisch hat vibriert. Ich mag das. Aber ich habe auch beim Voting leider nur 77% aktuell Platz 6, Marc. Tatsächlich. Ja. Mensch, ja. Kinder, Alter, geht bei mir blutet auch mein Herz. Der hat sich auch die Seele aus dem Leib gesungen, ne? Aber vielleicht hat Pietro ist erfahrener Sänger, ne? Vielleicht hat er auch ein bisschen recht. Es ist eine gewagte Nummer, auch eine Nummer, die viele wahrscheinlich auch nicht kennen da draußen. Also ich habe jetzt das Voting, also ich habe das Voting nicht gesehen. Ich weiß, dass du beim letzten Mal sehr weit oben dabei warst. Ja. So, und ich glaube, das war wirklich, dass du versucht hast, vielleicht was auszuprobieren, was du gar nicht bist. Dieses zu viel, too much. So, und das finde ich eigentlich richtig schade, weil du die Stimme hast, um, glaube ich, Menschen zu berühren. Aber du hast vielleicht dich überschätzt mit dem Song und ich finde es echt schade, weil du echt was drauf hast, Mann. Ey, Marc, das war trotzdem eine Top-Leistung hier, Alter. Du hast hier wieder die Hütte abgerissen, ne? Ey, alles ist noch gut. Du bist aktuell Platz 6. Es kommen noch 3 Leute. Das letzte entscheidende Voting kommt noch, ne? Oh Marc, ich sehe dass dir, du weinst, ne, innerlich. Ja, ist schon wirklich sehr, sehr schade. Also ich dachte halt, ich kann irgendwie was anderes zeigen. Ja, hätte ich nochmal eine Ballade gemacht, wäre es wahrscheinlich irgendwie, hätte ich die Leute mehr berührt. Aber okay, dann soll es halt so sein, wie es ist. Man weiß ja nicht, wie es jetzt noch kommt. Aber war eine schöne Erfahrung. Ich schau mal, wie es wird. Ey, jetzt reden wir nicht von Ende, ey. Marc, das war wirklich toll, ohne Scheiß. Letztes Mal und auch heute wieder, ne? Man weiß, es ist immer, letztendlich macht man es nie allen recht, aber du hast alles gegeben und du hast hier nichts vorzuwerfen, Marc, ne? Ja, vielen Dank, ne? Ey, Marc, Kopf hoch, weiter geht's, ne? Weiter geht's, danke. Ist noch nicht durch, ne? Marc, vielen lieben Dank! Freilich. Danke, dass es das nicht gibt, danke dir.